Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Ratchet & Clank: A Clank in Time. Weiter geht's! Auf zu Nefarious! Eltern Ratchet, bitte kommen! Spricht da Captain Quark? Ja. Clank, da wird ja der Hund in der Pfanne verrückt. Wo kommst du denn her? Das erkläre ich dir später. Wir müssen verhindern, dass Nefarious die Uhr erreicht. Wir sind auf dem Weg zur Station, aber du musst ihn irgendwie aufhalten. Bin dir weit voraus, Ratchet. Ich bin sogar noch mehr undercover als je zuvor. Jemals. Weißt du, wenn wir heimkommen, lass uns nie wieder davon reden. Wir treffen uns vor der Station. Ratchet und Clank. London. Die Raumstation. Okay, was ist hier so alles? Ratchet, bitte kommen. Ich bin hier auf einem Asteroiden in der Nähe gelandet. Komm so schnell wie möglich her. Ja, das tue ich ja. Captain Quarks Position errechnet. Speise sie dir in die Navi-Einheit ein. Außengebiete, okay. Rüstung? In Kürze! Was heißt hier in Kürze? Wann kriegen wir sie endlich? Spaltinduktor 5000? Okay, Chef, was kann ich für Sie tun? Was macht das? Der Spaltinduktor 5000 ist der letzte Schrei in Sachen Tod durch interdimensionales Wesen. Das Wesen, von den Ingenieuren Fred getauft, mag Mondlichtspaziergänge am Strand lesen und das unbarmherzige Auslöschen ahnungsloser Feinde. Wow, schaut mal her, Fred muss hungrig sein. Der Spaltinduktor 5000, erhältlich nur bei Grummelnet. Okay. Okay, Chef, was kann ich für Sie tun? Ich glaube, das war die letzte Waffe, die es gibt. Nur 3 Munition! Okay! Was ist das denn hier? Okay. Also hier lang. Hier lang. Oh, hi. Wo bin ich hier? Infiltrieren, Gold war in deine Böse.
der Zitadelle. Ja! Lecker! Au! Au, wo kam der Schuss her? Krieg ich davon keine Munition? Au! Das sind viele! Das sind viele! Ah, hier ist Leben. Geld, Geld, Geld. Ich brauch Muni. Also, wo muss ich jetzt hin? Da lang. Moment, da ist was. Geld, Geld, Geld. Und hüpf, 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 hüpf. Oh, hi. Keine Klinge. Oh, die... Dein bösen was? Wer ist hier der Böse? Au! Leben! Manche Leute nehmen unseren Beruf einfach nicht ernst. Hey, ich sehe jedenfalls nicht tatenlos zu, wie alle in den sicheren Tod marschieren. Tatenlos zusehen? Und dieses Baby hier einfach vergeuden? Eine dieser coolen Rauchbomben, wie Spione sie benutzen. Du weißt schon, um schnell und elegant zu entkommen. Ach, vergiss es! Hier, mein obergenialster, idiotensicherster Plan! Was ist das jetzt für ein Plan? Die Nefarius Raumstation. Eine undurchdringliche Festung. Voller Gefahren und
und Fenster. Mit weiblicher List konnte ich das Reinigungspersonal überzeugen, den Abfallschacht des Südflügels zeitweilig umzuleiten. Hier werden wir hineinkommen. Sind die Bewegungssensoren deaktiviert, sollten wir leicht in den Südflügel gelangen. Qualifiziert durch meine 8 Jahre Highschool-Theater-Workshop werde ich undercover agieren als liebliche Shannon. Mein Ziel ist, euch hierher zu eskortieren. Lupsa, das ist ein Urlaubsfoto von der Single-Party im Magda-Resort. Ja, wie kommt das denn da rein? Ich eskortiere euch hierher, zu diesem praktischerweise offenliegenden Hitzeablass. Dann werden wir durch Freiübungen unser Körperfett reduzieren, bis wir locker durch den Ablass passen. Vielleicht sollte ich mich um diesen Teil der Mission kümmern. Klar, das klingt effektiver. Also, der Ablass führt direkt zu Nefarius Privatquartier. Mit dem gigamorphen Holostahl kannst du ihn scannen und eine Holo-Verkleidung für Ratchet erzeugen. Mit aktivierter Verkleidung kommen wir leicht an den Wachen vorbei und in die Leitzentrale, wo wir mit dem Hauptsicherheitsterminal jedes angedockte Schiff der Flotte atomisieren. Wenn Nefarius wie eine Ratte gefangen und die Uhr sicher ist, kontaktieren wir die galaktischen Behörden, damit ich mich in ihrer ungeteilten Bewunderung baden kann. Okay, ich muss einfach fragen. Wozu die Schwesterntracht? Genial, nicht wahr? Das ist ein raffiniertes Täuschungsmanöver. Es besteht hauptsächlich aus Hüftbingen und Kulleraugen machen. Ja, weiß steht hier echt gut. Oh, danke. Ich war schon immer eher der Wintertyp. Da wären wir. Die letzte Machtprobe zwischen Gut und Böse. Riecht ihr das? Das ist Dramatik, Baby. Ich rieche was, aber eindeutig keine Dramatik. Hey, betrachtet es mal von der positiven Seite. Zumindest werden wir nicht zu Tode gestampft. Stampfmaschine aktiviert. Bereit machen zum Verstampft werden. Was? Stampfmaschine? Blockade im Startmaschine 714 entdeckt. Was ist mit dem Plan? Hast du das gehört? Ich hab's geschafft. Das war mir ein bisschen zu knapp. Die Kavallerie ist jeden Moment hier. Wir müssen weiter. Ja, immer dreimal treten, dann ist die Tür offen. Dieser Wartungssektor wimmelt nur so von Nefarius Schlägern. Wir müssen ein wenig tricksen. Jetzt könnt ihr noch was lernen. Guten Tag, ich bin Schwester Shannon. Das sind Dr. Archibald von Fusselhose und sein Roboterpraktikant, Gundav Zahnrad. Dr. Nefarius erwartet uns. Du bist nicht zutrittsbefugt. Erwarte dein Ende, Schwester Shannon. Oh oh, oh oh. Das hat natürlich nicht geklappt. Wieso halt? Natürlich sind seine Pläne immer zum Chaos verurteilt. Wo führt eigentlich hier was lang? Oh, hi. So, Geld, Geld, Geld und Leben. Hey du, besorg mir meine eigene Raumstation. Hahaha.
Nehmt das! Nimm das! Oh, Munition alle? Okay. Oh, hier ist mal wieder Waffenladen. Okay, da wollte ich jetzt nicht verstecken. Oh, Munition ist voll. Ja, komm her. Keine Klingen. Da kommt noch mehr. Nimm das! Einer ist weg. Oh, Stufe 4. Nimm das. Nicht.
Wie viele sind da noch? Das sind sehr viele. Haha! Nimm das! Wie viele Gegner sind denn noch? Danke! Munition ist alle. Wo ist Quark? Da ist Quark. Ist es so toll hier, oder? Hallo, wo kommst du denn her? Warum bist du auch im Weg? Ah, wow! Was? Ich hole mal wieder ein bisschen Muni. Und ich mache jetzt hier einen Cut und bis zum nächsten Part.